mir auch mal die Drohne gekauft. Ach, wie hieß die? Ich werde es drunter schreiben. Und man sieht, es gibt auch Aufnahmen. Die Qualität finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das liegt jetzt hauptsächlich die Problematik darin, dass ich so ein bisschen üben muss, das Ding ruhig zu fliegen. Und ich bin jetzt auch nicht überall gegengeflogen, sondern das ist wirklich von den Drehungen und Wendungen, wenn man die Drohne halt bedient. Geht rund um unser Dach. Für das, was ich immer so vorhatte, nämlich wenn man mal Schäden auf dem Dach oder so prüfen will, dass man nicht immer gleich hoch muss, da ist die, glaube ich, sehr geeignet. Kostet 89 € das Ding, ist sogar schon so eine Fernbedienung wie bei so einem Spielzeugauto dabei, wo man das Handy dann reinklemmt. Videoaufnahmen 720p finde ich völlig ausreichend. Die Flughöhe, ich schätze mal so 7, 8 Meter, habe ich bis jetzt geschafft. Ich hatte das Gefühl, viel höher will sie nicht. Und die ist auch sehr windempfindlich natürlich. Aber für 100 € oder 90 € gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also da würde ich die sofort empfehlen. Das ist eine Potensic Nova. Potensic Nova, gekauft bei Amazon. Und für meine Zwecke, wie gesagt, mal auf dem Dach was gucken oder irgendwo, wo man nicht immer gleich hochkrabbeln will, da ist die, glaube ich, ja, super geeignet. Ja, so viel die kleinen Eindrücke. Ich denke mal, für einen, den das am Anfang interessiert, kann das schon mal ein Einblick sein.